Little Pripyat. Mal schauen, das ist eine neue Stadt hier. Komm hier. Von Tommy gemacht. Komm, hier steht Koa, Xoe. Was bedeutet das? Kurs heißt das. Ich weiß nicht, aber das steht auf einigen Schildern. Also das ist ein festes Schild, das ist jetzt ein statisches Objekt. Okay. Die neue Stadt. Guck mal, er hat sogar die Straßen gelegt. Ein Krankenhaus ist hier sogar. Oder oben ist sogar ein Helikopter drauf. Wo? Oben auf dem Helikopter. Auf dem Krankenhaus. Aber der ist halt kaputt. Oh, hast du okay. Ja, ja. Oh, guck mal hier. Alter, kannst du hier sozial bauen. Guck mal hier, es sieht mega aus wie in Russland. Guck mal. Gibt's hier so einen Spielplatz? Das sieht aus wie in diesem Freedom Fighters Game. 1-2-1. Okay. Aber auch mit den Bäumen, echt schön gemacht hier. Ist echt geil, ja. Supermarkt. Echt viel sozialer Loot. Oh, hier, das links, das Gebäude, das gar nicht aus Tschernobyl ist, ne? Oh, nee, ist neu. Ist das nicht Lingo-Gebäude? Ich weiß nicht so hundertprozentig. Diese Dächer, da kommen bestimmt oben drauf. Das sind dann, oder sind meistens so Lingo-Gebäude gewesen. Ja, oder Fallujah oder so, irgendwie sowas. Da habe ich das auf jeden Fall schon mal gesehen. Hm. Wobei also Fallujah die übelste Enttäuschung war. Ich glaube, diese Straße zu legen ist verdammt schwer. Ja, ich meine, man könnte ja auf dem GPS gerade sehen, dass halt nichts eingezeichnet ist, wo wir gerade sind. Und dummerweise ist hier kein Spielplatz, ey. Ich suche hier so einen Spielplatz, weißt du? So wie der, wie dieser Spielplatz in dem Russen-Video, wo du da tanzt im Arztkittel. Aber. Nebenbei, wo irgendwie 6 Monate später immer noch der Kommentar war, ich hab Mucka gefunden. Episch, einfach nur episch, Mann. Weißt du noch, wie das heißt zufälligerweise das Video? Also auf Russisch, weil es waren nur so russische Zeichen. Ach, ich weiß gar nicht. Ich wusste, wie das heißt, aber hab ich ehrlich gesagt vergessen. Kein Ding, Mann. Guck mal, hier links sogar der Kiosk so als Tankstelle im Büro. Echt gut gemacht. Ja. Ist richtig hübsch, Mann. Haben wir schon mal die ganzen neuen Städte abgehakt, sozusagen. Ich kann jetzt nebenbei auch noch, ich bin ja jetzt Bandit mit minus 6700 irgendwas, Humanity. Okay. Und das heißt, ich kann jetzt die teuren Sachen kaufen. Zum Beispiel, wir haben hier ein, ich weiß nicht, ob man das schon sagen darf, eine Wodnik erobert. Ja, genau, haben wir und gestern der kostet gemacht, einfach mal 80 Goldunzen. Ja, das ist einfach nur wahnsinnig. Und ja, das ist verdammt viel Farmerei auf jeden Fall. Guck mal hier. Naja, ist nur eine lange Fahrt, ey. Lehn dich zurück, Mucka. Wir sind gleich da. Ich mach noch ein bisschen die Augen zu. Ja, mach mal die Augen zu. Guck mal, was hier vor uns herläuft. Sieht mega aus im Haus. Der Bock hier. Nee. Auto. Hier irgendwo auf der Straße, vor uns. Ich bin im Industriegebiet. Du bist alleine, pass auf. Einer ist tot. Versuch zu dir zu kommen. Ich kann nicht einschätzen, wie viele Leute da drin waren, Mucke. Haben die sich verteilt in der Stadt oder wo? Ah, hier ist einer. Kannst du mir ungefähr sagen, wo? Beim Supermarkt? Noch einer tot. Auf der Straße hier. Aber ungefähr die Höhe. Supermarkt, ein bisschen höher, viel höher. Also ein bisschen höher als Supermarkt. Gabelung? Gabelung, das ist eine Kreuzung. Okay, ja genau, das ist die Gabelung. Ja. Komm dann von hinten aus, ich hab ja den Gegner. Ja. Ich lauf noch ein bisschen hier verwirrt durch die Stadt, vielleicht schießt noch irgendjemand auf mich. Ich kann nur so viel sagen, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber was auf jeden Fall gerade passiert ist, warum wir übrigens zu Fuß unterwegs sind. Ich habe ein SUV kaputt gemacht und wir sind weiter zu Fuß gelaufen. Und jetzt haben wir uns in der Situation hier wieder gefunden, dass wir hier rumgelaufen sind und dann kam uns das Auto hier entgegen. Und wir haben gelernt mittlerweile, dass Autos, die uns entgegenkommen, sicherlich nicht friendly sind. So, und deswegen haben wir jetzt geschossen, beziehungsweise ich habe jetzt geschossen. Und, ja.
Mal schauen, was sich hier noch ergibt. Hier sind übrigens zwei Autos. Also einmal der SUV, der Military Offroad und einmal so eine Art SUV, also nur in... Ich sehe einen laufen. Warte, bist du das? Ich glaube, das wirst du. Hast du 4-5 Zombies hinter dir, ne? Mhm. Ich bin mir recht sicher, das waren beide, also das waren alle Mucker. Okay. Die waren auch relativ unterbewaffnet im Vergleich zu meiner Waffe halt, ne? Ja. Diese scheiß Comet-Rolle, die funktioniert überhaupt nicht, Mann. Ich komme überhaupt nicht mit den Dinger drüber. Also ich bewege mich jetzt zum Military Offroad, den die hier geparkt haben, mehr oder weniger. Den die hier zwangsparken mussten. Oh, der fährt sogar. Wir haben Auto. Okay. Hast du eine Toolbox, dass sie eventuell was abbauen können? Klar. Steck ein. Steck ein. Steck ein. Geht nicht. Hinten? Nee, warte, dann mach ich das eben anders, weil hier sind zu viele. Ich fahr ein Stück vor, ich fahr ein Stück vor, okay. Weil ich werd gehauen. Ich hol eben das andere Auto. Okay. Verdammt. Wir treffen uns dann unten am Parkplatz, okay, in Selena. Okay, das Auto geht nicht. Okay, shit. Ich bin hinterm Supermarkt da einfach, okay? Jo. Komm einfach rein. Dann können wir ja gucken, ob wir da zwei Reifen abbauen können und dann unseren SUV repairen. Kurz mal reingucken, was im Auto drin ist. Cinderblocks sind drin, nice. Steck ein. Steck ein. Geht nicht. Hinten? Nee, warte, dann mach ich das eben anders, weil hier sind zu viele. Ich fahr ein Stück vor, ich fahr ein Stück vor, okay? Weil ich werd gehauen. Ich hol eben das andere Auto. Okay. Verdammt. Wir treffen uns dann unten am Parkplatz, okay, in Selena. Okay, das Auto geht nicht. Okay, shit. Ich bin hinterm Supermarkt da einfach, okay? Jo. Komm einfach rein. Dann können wir ja gucken, ob wir da zwei Reifen abbauen können und dann unseren SUV repairen. Kurz mal reingucken, was im Auto drin ist. Cinderblocks sind drin, nice. Ich hab schon wieder ein. Ich schätze so 8000 Blut, 9000 Blut. Ja, ich bin auch auf der Hälfte des Loot-Tropfens. Echt ärgerlich. Bei ihm da hoch und dann können wir uns bandagieren und Bloodpicks geben. Jojo. Übrigens war wieder so ein ganz klarer Fall gewesen von Third-Person-Ausnutzung, warum ich den Typen umgebracht hab. Hab ihn halt gesehen, ne, wie er angerannt kam, um die Ecke. Konnte ihn dann umbringen. Naja. Ja, ist ja bei erlaubt auf dem Server. Ja, und im Endeffekt würden die das ja auch machen. Also. War einfach der Positionsvorteil, den ich gerade hatte. Bin du mich bei ihm? Jo. Hast du zufällig eine Bandage schon, weil das ist meine letzte? Klar, habe ich. Kannst du aus meinem Rucksack übrigens nehmen. Ja. Aber wir können uns mal als Friendly taggen, ne? Pumps. Ja. Make us friendly, give blood transfusion. Ah, oh, du hast einen Ball gefangen. Kannst du immer gucken, ob man was abbauen kann? Alle Reifen kann man abbauen. Okay, perfekt. Also, ich glaube, wir haben Glück, weil ich hatte gerade auch dummerweise versucht, vom SUV Reifen abzubauen. Und dabei habe ich auch einen kaputt gemacht. Aber einer davon war heile und jetzt konnte ich drei erfolgreich abbauen vom Military Offroad, plus den ich erfolgreich mit dem SUV abgebaut habe. Deswegen, okay. Wenn du mir jetzt Deckung gibst, keine Ahnung, hast du irgendwie... Ich habe nur in dem... Ah doch, warte, ich habe den Makro auf SD. Hab ich doch gestern nur gelootet, ich komme helfen. Okay, das sieht anders hier aus, Mucka. Guck mal, ist das hier schon die neue Stadt? Definitiv ist das hier die neue Stadt. Das ist auf jeden Fall die neue Stadt. Guten Abend. Guten Abend, Peter. Hallo, Peter. Wow. Hallo, Mucka. Du musst das gewitelstet sein und kannst gleich einsteigen. Ja, Mann, Peter. Wir holen dich direkt ab, wir sind schon an der Küste. Oh, Moment. Receiving mission. Jetzt passiert was. Resting Authentication. Jetzt. Leaving. Vielleicht ein bisschen früh gedrückt mit der Aufnahmetaste, muss ich zugeben. Ja, du bist doch der Meister des Cuttens. Ah ja, der Cutter. Cut, 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 cut! Receiving Spear. So, Moment. Schwarzes Bild. Lol.
Okay, das ist fucking awesome. Wird noch besser. Guck mal gleich, wie die Grafik ist. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Oh, wir werden beschossen. Von wo, von wo? Ich bin ohnmächtig. Ich glaube, ich bin tot, Muka. Ja, ich bin tot. Ich bin auch tot. Oh shit, okay. Laser hat da gerade einen Hinterhalt gebastelt. Ja, Peter, wir spawnen übrigens, wie auch du, gleich an der Küste. Okay. Bin in der Tat an der Küste gespawnt. Ah, oh, okay. Das Intro ist geil. Die Grafik bleibt so, oder? Ja. Kann das sein? Achso, Peter. Bei der Factory läuft einer rum mit einer AK. Okay. Ich hatte keine AK. Oh. Ich hatte keine AK. Oh, ich sehe das weiße Auto übrigens nicht mehr, weil das in die Luft gegangen ist. Okay. Und da hat ein Elektro, da sind die noch nicht entlang gekommen. Ja, die haben sich übrigens hier komplett neu equipped. Also die haben sozusagen alles da gelassen, würde ich damit sagen. Oh. Sehen, wer ist das hier? Bin ich das oder bist du das? Hulk Smash, das bin ich. Ja, bist du aus dem Auto ausgestiegen, Mucka, oder so? Oder ja, ich bin einmal ums Auto rumgelaufen, dann habe ich versucht, so einen Busch noch. Also ich bin heute schon im Inland gelaufen, bis zum ersten Busch, und da bin ich dann gestorben. Jo, sehe ich. Das ist natürlich ärgerlich. Naja, gehört dazu, ne? Eben. Ein bisschen Camper. Camper, Camper, Camper. Kommt ein Auto. Oh. Blaues Auto. Fährt gerade durch die Stadt. Oh fuck, an mir vorbei. Das waren die Lasertypen. Fuck. Ey, vielleicht checkt er aus. Oh, hier ist noch einer, Mucka. Auf mich wurde geschossen. Ernsthaft? Ja, okay. Wo bist du denn, Peter? Ich trage den direkt neben Mucka. Das war aber nur. Der war gegenüber deines. Von dir. Der war gegenüber von dir. Ja, ne? Seid ihr außerhalb der Feuerwehrwache? Ja, oder? Ja. Jo, sind hier im Bahnhof. So. Auch lustig, ey. Einmal kurz Feuerwehrwache M4 zu nehmen. Und dann liegt hier eine AK mit drei Magazinen. Die kannst du wieder Peter nehmen? Ja, die nehme ich. Peter hat ja noch seine, ne? Ich habe AK-47, jo. Wir wissen ja, wo die den Hinterhalt machen, das heißt, wir können einfach hin. Jo. Kommen auch gerade zum Bahnhof. Genau. Vielleicht haben wir echt Glück und die machen da noch einen. Vielleicht sind sie greedy. Jetzt im Bahnhof? Okay, ihr seid wieder nicht da. Wir sind außerhalb. Noch. Einfach nur rechts daneben sind wir. Hier, Peter. Rechts daneben. Ja. Ah, ja. Ha, guck mal, da ist der alte Mann. Also eben haben die gekämpft zwischen Stern und Elektro und zwar einfach mitten auf der Straße stand so das Auto und die waren so daneben in den Gebüschen verteilt. Genau. Und ich werde jetzt oben auf den großen Berg gehen mit der CZ und ihr könnt ja mal ein bisschen näher rangehen. Jo. Okay, wir hätten die eben in Elektro abfangen sollen. Wo die sind so schnell da durchgerast. Ja, ich konnte auch kaum schießen. Gelbe Kette. Rote Kette. Red Cat. Schade, schade, schade. Na. Wo ist denn der Pier? Was? Wahrscheinlich am Wasser, wa? Peter. Bin schon. Are you a wizard? Ja, der steht da sogar wirklich einfach so rum. Das war der, wo ich meinte, oh, guck mal, das ist ein Zombie. Helikopter! Ja, oh, da. Oh, das ist ein Black Hawk. Okay, da schieße ich nicht mal drauf. Ich weiß ganz genau, dass ich da nicht durchkomme. Das ist Munitionsverschwendung. Gibt's hier Black Hawks? Mhm, kann sie kaufen für extrem viel Geld. Das ist, glaube ich, der unbewaffnete. Der bewaffnete kostet dann hier 160 Gold. Verdammt viel. Noch günstiger als so ein Fortnite. Und nee, sogar 1600 Gold. Ach so, ah, okay, das ist natürlich schon was anderes. 160, 1600. Ja, man braucht 160, nee. Also 16 Stacks. Nee.
160 Stacks. 160 Stacks, so, ja. Also 1600 Gold, das ist eine Menge. Willst du runterkommen, dann laufen wir nach Starry und kaufen da ein SUV. Bin gerade schon auf dem Weg. Laufen wir jetzt nach Starry? Wir laufen nach Starry. Alles klar, Marsch. Yay, wir sind angekommen. Hier steht ein Auto übrigens. Wenn da keiner da ist. Kann ich, Auto von deiner Euphorie aus erkennen, dass du wieder auf die Aufnahmetaste gedrückt hast? Achso, ja, ich bin immer nur euphorisch beim Aufnehmen, weil sonst bin ich mal so ein misanthropisches Arschloch. Nein, weil du gesagt hast, yay, wir sind angekommen. Ich meine, ich weiß, dass wir angekommen sind. Ja, deswegen, ja, ich weiß. Ja, Pesa, das letzte Mal habe ich gesagt, dann sehen wir uns gleich in Starry. Und jetzt bin ich in Starry, weißt du? Deswegen sehen wir uns jetzt wieder. Ja, also hatte ich recht, du hast auch. Ja, ganz genau. Ah, das ist ein einfaches Ja, hätte ja gereicht. Ja, nee. Oh. Alter, Peter. Ja, hier ist überhaupt nichts los, Peter. Hier sind einfach nur Trailer. Ja, und ein Zombie. Jetzt nicht mehr. Und ein Auto, was direkt auf der Dropzone steht. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt ein Auto uns heranspawnen, dann landet das im anderen Auto und dann explodiert das. Das ist mir egal. Okay. Das ist mir egal. Ich muss mal gucken. So, wo ist der Essenshändler? Hier, wo ich bin. Ejo. Wieso steht denn da ein Auto in der Dropzone? Das sieht ganz schön fit aus. Das hat jemand gekauft, aber es ist halt abgeschlossen, dummerweise. So. Now entering Trader City Star. Wir haben einen Peter, du musst. Oder kannst du handeln? Ich kann. Oh, yes, ich kann handeln. Okay, dann gebe ich dir immer alle Sachen. Ist krank? Oder ist Smucker krank? Weiß ich nicht. Keiner ist krank. Ich hab gerade aber auch gehört, ohne Scheiß. Keiner ist krank. So, du hast 4 O-Junction-Saft und 2 Red Bull. Eyo, eyo. Eyo. Captain Jack. Komm schon. Gold, Gold, Gold. Guck mal, hier kann man sich ja sogar Backpacks kaufen, ist ja witzig. Ja. Mit anderen Worten, du musst eigentlich nur Goldbarren mit rumschleppen und kannst hier echt alles kaufen, was du möchtest. Deine Träume erfüllen, sozusagen. Muss man erstmal an Goldbarren kommen. Schauen wir doch mal. Was ist denn hier das günstigste Auto, was man kaufen kann? Used Cars. 2 Gold nur. Used Cars. 2 Gold. Aber wir sollten auch schon ein SUV kaufen können. Ich glaube, es geht darum, erstmal die Dinger da zum Explodieren zu bringen. Peter weiß ganz genau, wie mein Kopf funktioniert. Okay. ihr müsst ein bisschen Abstand nehmen, sonst möchtet ihr mir nichts verkaufen. Ihr seht, glaube ich, so bedrohlich aus. Okay, komm. Okay, kannst machen. Okay. Okay. Peter, guck mal hier. Achso, wo bist du? Achso. Daniel verhandelt. Okay. Peter, du musst in das Auto einsteigen. Was? Kann ich das überhaupt? Ah, scheiße. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas kaufen können. Weil schau mal, wenn wir jetzt da einsteigen, dann explodiert das hundertprozentig. Ja, hier steht ein Heli. Vehicle locked. Was ist denn das für eine Scheiße mit dem locked? Bin hier in Ordnung. Willst du versuchen einzusteigen? Ich kann es ausprobieren, ja. Letztes Mal hast du überlebt, ich komme sofort helfen. Okay. Siehst du, wir haben schon ein bisschen Erfahrung damit, Peter. Ja. Wieso kauft sich jemand ein Auto und stellt das da hin und dann, was soll das? Ja, ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Vielleicht hat er nicht gecheckt, wo sein Auto steht oder so. Der Depp. Wo? Ah, verdammt, ey. Wenn ich mich so bewege, dann kann ich mal kurzzeitig einsteigen. Komm schon. Ah! Verdammt! Jetzt! Okay. My name is Moon97 and this is Pete's Meat Daisy. Woo! Oh, das ging doch. Okay. Gibt's denn ihn weg? Du Angst? Sieht ein bisschen komisch aus, wie er ihn wegschießt. Ja, für mich sieht das alles gut aus. Gib ihn! Peter! Du weißt nicht, wovon ihr redet.
Wie verkauft man das Auto? Einfach jetzt hingehen und Sell Car machen. Sell Car. Muss ich jetzt das Auto raussuchen hier aus der Liste wieder? Das wird grün leuchten. Alles klar. Hier einfach Use Car und dann Sell. Naja, ihr müsst wieder ein bisschen Abstand nehmen, sonst möchte er nicht mit mir handeln. Aber dann falsch mit ihm. Ja. Ey du, okay. Ich hab grad 2 Gold bezahlt. Krieg ich jetzt bitte ein? Ich möchte nur irgendwas wieder haben. Er ist drauf eingegangen. Ja gut. Yes. Unfallfrei, ne? Quasi. Ja, was ist das Gold, was die ganze Zeit auf dem Boden lag? Wurde despawned. Ist weg, kann man nichts machen. Okay. Warum glaube ich, dass... Das ist in meinem Rucksack. Ah. Schlawiner, du. Ah, Peter, genau. Du kannst ja mal hier diese wundervolle Aufgabe übernehmen und das Gold nehmen, was ich jetzt auf den Boden lege. Und wenn wir dann 10 Gold haben, schmelzt du daraus einen großen 10-Unzen-Barren. Hey, wie soll ich das denn alles aufnehmen? Wenn du viel Platz machst. Geil. Aber kann ich jetzt so ein quasi leergeschossenes Ammo-Paket für die AK trotzdem noch für das gleiche Geld verkaufen? Ja. Geiler Scheiß! Ein Schuss ist noch drin. Ein Silberjunge, her damit. Economy Cars, meine Güte, wie viele verschiedene Klassen es doch hier gibt. Wollen wir einen BMW kaufen? 7er? Geil. Und dann eine Hello Kitty Smart? Nein. Passen nur 2 Leute rein, das ist das Problem. So. 10 Gold liegen da jetzt. Ungelogen. Ich habe keine Weapon. Übrigens, ich habe mal kurz den Hilux da vorne verkauft, der da rumstand. Oh lol. Wie hat denn der gegeben? 5 Gold. Sau geil. 3 Gold meine ich. 5 Gold hat er gekostet. What the fuck? Also, okay. Geil, oder? Ja. Deine Begeisterung. Peter wird begeistert sein. Okay, Peter, gut, dass du da bist. Oh nein, Daniel. Ach Gott. Ja, ich habe unser Auto gekauft. Oh Gott, warum hast du das so gemacht? Ah, weißt du, der war günstiger als der andere. Jetzt könntest du direkt einfach ein Schild draufballern auch, wo drauf steht, schieß auf mich. Quatsch. Guck mal, das Pink, das fügt sich in die Nacht ein. Ja. Ohne Scheiß, wir haben die, wie soll ich sagen, bedrohlichste Karre in ganz Tschernhaus. Oh ja. Jetzt siehst du gar nicht mehr, dass die pink ist. Ja, eben. In der Nacht, ne? Sieht bei mir weiß aus. Das sind alle Katzen schwarz. Wir haben Tarnmodus eingeschaltet. In der Nacht sieht die weiß aus. Tarnmodus ohne Ende. Aber guck mal vorne, da leuchtet irgendwas Pinkes. Wie so ein, keine Ahnung. Wie so eine, wie soll ich sagen? Ja, stimmt. Kühlergrillbeleuchtung. Mucka, du sollst dir das nicht angucken. Du musst fahren. Ja, what the fuck, Mucka? Ich finde das so gut, da hat mal irgendjemand so im Sidechat geschrieben, oh Mann, das kam gerade so ein pinker SUV, sind da so 4 Leute mit Gillies ausgestiegen und haben mich umgebracht. What the fuck? So muss es jetzt auch sein. Wollen wir mal kurz an der Baracke anhalten? Ja, komm. An den Baracken, meine ich natürlich. Hier sind ja haufenweise neue Baracken. Ein bisschen wie in Overwatch. Nimm mal die rechte, die neue. Nimm mal die linke. Das Pimmels. Ah, oh, hier sind ja Zombies drin. Macht ihr das eigentlich mit Zombies in Baracken? Töten. Oder dran vorbeilaufen, wenn die im Gang sind. Oh, hier ist eine Munitionskiste mit Starnak. Huiuiui. Gut, dass ich nichts mitnehmen kann. Hier ist eine M24, Mucka. Das ist ja schon, wir haben auf jeden Fall genug Magazine dafür. Ja, das stimmt allerdings. So viel DMR, wie ich das gekauft habe. M4-1 Holo. Ist die gut? Oh, hier ist ein Rangefinder, Mucka. Die ist besser als die AK. Ja, aber eine SA. Also ich würde übrigens raten, nicht die SA zu benutzen. Oh, okay, oh mein Gott, Mucka, schnell! Guck, wo die ist! Achso. Ganz schnell einsteigen, Leute. Wir fahren weiter, wir haben eine...
ist ein Dings gespawnt. Ich suche auf der Map. Was ist gespawnt? Eine Mission ist grade, hat gerade angefangen. Oh, okay, ich komme wieder rausgerannt. Oh, guck, ich hab's. Okay, das ist genau in Novi so. Also, in Novi wären jetzt nicht nur Zombies, sondern auch Aber genau, ist die Frage, ob da überhaupt Bandits sind, weil kann sein, dass auch einfach nur so ein Absturz ist mit Toten. Was kam denn da für eine Meldung? Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Also jetzt die zweite. Bandits discovered irgendwas. Irgendwas mit Weapons, glaube ich. Okay. Ah, ich denke schon, dass da Bandits sind. Oh, jetzt sind also NPCs. Da hier, okay. Gute NPCs oder schlechte NPCs? Böse Buben. Nee, ich meine, wie sind die so? Also sind die so wie im neuen Origins oder wie im alten Origins? Ich würde sagen eher wie im alten. Aber wenn die treffen, dann GG. Ja, richtig. Wenn sie treffen, dann treffen sie richtig. Also richtig, richtig. Okay. Also Deckung ist alles. Deckung ist alles, ganz genau. Vorsicht, nicht im Lichtkegel stehen. Kannst du das bis nach rechts wenden? So, ne? Ich suche hier grad. Hier ist Müll. Eine Flare. Oh, wer ist denn hier neben mir? Ich bin das. Mega gruselig, Alter. Was machst du neben mir? Ich bin bei dem roten Haus sofort. Oh, fuck. Denn hier ist ja eine fucking Wand. Ein Double Barrel Shotgun. Die Flares, wenn wir sie brauchen. Vielleicht in der Kirche, vielleicht haben wir da Glück. Fahren wir eben das Auto so hin, dass. Hattest du das abgeschlossen? Nee. Kannst einfach einsteigen. Aber warte mal, ist es doch eigentlich schon genau so, dass wir das Innere der Stadt sehen können, oder nicht? Ja, aber wenn man es. Ja, okay, wenn du meinst. Ich wollte eigentlich hier guten Häuser nochmal nach einer Flare durchsuchen, aber. Ich guck dann einfach mal. Du mach das einfach. Hast du hier in der Scheune geguckt, wo man da drin war? Ja, also da wo es beleuchtet war, habe ich geguckt. Mal so eine Frage, sollten jetzt nicht eigentlich hier überall Bandits sein? Ich weiß es nicht, eine Lightbulb. Use a part to create a buildable lamp post. Cool. Oh, ich finde hier Items, die ich hier noch nie sonst gefunden habe. Und das Portable Generator, das ist doch schon mal was. Schön. Einer von euch rennt gerade auf der Straße, oder? Ja, das bin ich. Hinter der Kirche müsste das theoretisch sein. Wirklich? Ich habe sogar eine Karte. Hier kommt eben irgendwo der Schuss her. Bist du in der Kirche? Ja. Da war nix, sagst du? Nee, da war nix. Ich guck jetzt mal hinter der Kirche, in diesem komischen roten Haus. Vielleicht finden wir da irgendwas. Wenn ich den Weg dadurch finde. Hier sind zwei UAZs. Hört sich stark. Ich bin jetzt bei dem roten Haus. Hier ist ein Typ. Ja, genau. Okay. Hast du einen Bennett-Skin, Peter? Ich hab weiße. Nee, ich hab. Bist du jetzt in diesem Haus drin? Ich bin im Haus drin, ja. Bist du mir hinterhergekommen? Ja. Ja, ich bin halt. Guck mal in den Kurzen. Yes! Was ist los? Road Flares! Okay, dann schmeißen wir halt um. Kann das sein, dass das Auto das Ding ist, was gespawnt ist? Alter, hab ich mich erschrocken. Ja, hier sind zwei Autos. Ich hab die mal Backseat Gear. Was haben die denn? AK und Frag Grenades. Auto Nummer 1. Oh, hier ist ein toter Sniper. Auf der anderen Seite vom roten Haus. Oh mein Gott, hier sind viele tote Sniper. Ach du Scheiße, Peter, wir sind über Massengrab gelaufen. Die haben GPS und sowas, sollte ja, man CZ mitnehmen. CZ-550. Okay. Ja genau, die haben... Der schießt? Sorry. Die haben nebenbei diese... Ihr könnt bei den GPS und sowas looten. Ja, hab ich gemacht. Ja, das war ja mal cool. Eine Map, eine Uhr... Wer ist da gerade umgefallen? Kannst du die Take-Close machen? Ja, wenn man Take-Close macht, dann fallen die so um. Dann kriegt man das so ins Inventar. Alter. Ich hab jetzt ein Bandit-Outfit. Oh, ich hab einen Bandit-Skin außerdem genommen. Genius. Und dieser Bandit-Skin hat direkt meine Beine gebrochen. Fucking Genius. Wieso kann ich nicht Take-Close machen?
Ich habe keine Painkiller, sorry. Kein Problem. Ich habe Morphin und so weiter bei denen gefunden. Die haben das immer dabei. Okay. Aber Take Close ist bei mir rot. Ja, ja, das ist normal, dass es rot ist. Und hier geht das gerade bei mir auch nicht. Muss man mal gucken. Also bei mir geht's gerade. Restart in einer Minute, Leute. Was? Oh, das ist echt scheiße. Oh, da ist ein Auto gerade gefahren. Ja, das ist mein Auto. Ich bin also. Ich hab's nur geholt, weil ich war so gerade auf einem halben Weg zum Auto und dann plötzlich sagt Mucka so, oh, schön, jemand von euch, Aurelion. Wo ist der gestorben, Mucka? In irgendein, also zwischen den Häusern. Oh, ich hab den G36C Cameo hatte, ich hab den gefunden. Jo, ja, super. Daneben liege ich auch mit M4 zu nehmen. Also rechts ums Haus rum. Ja. Da ist der Mucka abgeschossen hat. Haben wir auch Mucka schon gefunden? Nee, Mucka haben wir noch nicht gefunden. Doch, der liegt direkt daneben. What the fuck, der liegt auf der anderen Seite des Zauns. Okay, ich schnapp immer die Waffe von dem Mucka, ne? Ja klar, ne? Auch von dem alles. Vielleicht hatte der Night Vision. Ich glaube, das war der Typ, der hatte Night Vision ausgeschaltet hat. Ernsthaft, super, ey. Ja, ich geb dir das. Du bist aufnehmen. Ah, nee, nee, schon okay. Kannst ruhig nehmen, wirklich. Ich sehe alles, soweit. Okay. GPS. Sind nebenbei noch. Sind noch andere Leute da von dem. Noch drei andere Spielleute. Ach du heilige Scheiße. Okay, Peter, wir können gleich auf jeden Fall Besucher warten. Lass abhauen, oder? Lass noch eben zumindest zu Ende looten. Ich versuche gerade alles, was Mucka dabei hatte, in den Rucksack zu packen. Zombies angerannt. Mail. Oh Gott, ich carry 97 LB. Das ist aber viel, oder? Mhm. Ich habe übrigens jetzt die Klamotten gewechselt, ne? Ich habe den Skin von den Typen jetzt angezogen. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen Panik, dass hier gleich noch irgendwo jemand neben uns ist. Lass auf jeden Fall einfach zum Auto gehen, Peter, dann düsen wir einfach los. Wo hast du das Auto hingepackt? Direkt auf der Hauptstraße. Ja. Ich folge dir. Okay. Ich hab Angst. Du siehst tatsächlich du alles, Peter? Hier liegt einer vor uns, oder? Na lapp. Nee. War doch. Klar, der liegt doch da am Boden. Ja, stimmt, was macht denn der da? What the fuck? Peter! Er hat eine CCUSD. Warum hat er nicht geschossen? Schießt du? Ja, ich wollte die Zombies von der Pan. Die werden jetzt allerdings gerade immer mehr. Ich kann die jetzt nicht alle abschießen. Fuck, das sind eine ganze Menge Zombies, Daniel. Was war das denn jetzt? Ich meine, gut gesehen, Peter, aber was zum Teufel? Weiß ich nicht. Weg hier. Abstand gewinnen. Ja. Warte, die Karte ist gelockt. Ja, warte, jetzt. Rein. Rein, drin? Ja, go. Oh, die Karre ist disabled. Nein, oh Gott! Okay, das hatte ich nicht. Ich habe mich gerade nämlich schon gewundert. Die haben unser Auto kaputt gemacht? Ja. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist, jetzt in die Kirche zu gehen? Ich muss irgendwo hin, um Flares zu werfen. Sonst sehe ich halt nichts, weißt du? Du kannst gerne rausgehen jetzt und. Ich sehe nichts mehr. Tut mir leid! Aber damit sind die gezwungen, auch Night Vision auszumachen. Ja, genau. Was war das denn jetzt gerade? Okay, wieder. Jetzt wissen wir auch, wieso die NPCs tot waren. Was ist der Plan, Daniel? Jetzt mal ganz kurz. Warum denn nicht alle Tobi? Sorry, keine Ahnung. ja, ich schmeiß über Flares und disable Night Vision. Währenddessen wir jetzt, beten, dass wir nicht irgendwie gebackstep werden. Am besten du scoutest ein bisschen, währenddessen ja, und wenn du was siehst, dann schießt du halt direkt. Du weißt ja, wie ich aussehe und ich weiß, wie du ungefähr aussiehst. Ja, hast du den SU-Pack? Ne, ich hab einen Coyote jetzt. Du hast einen Coyote jetzt, genauso wie ich, okay. Genau. Und deine Waffe war M14 Aim. Die Holzwaffe sozusagen. Ja. Alles gut. Siehst du ihn? Ja, nee, das ist der Blackhawk. Will er seinen Kollegen abholen? Keine Ahnung. Und Howard? Oh, die schießen auf uns. Oh, Alter, das war keine gute Idee. Okay, ich glaube, er hat seine großen Freunde geholt. Aber warte mal, dann heißt es, da ist ein Gunner drin.
Bist du gerade in die Scheune reingelaufen? Ja, bin ich. Okay, gut. Hi, das bist du, ne? Sag mal, was du bist. Okay. Falls sie hovern, ist er tot. Der Gunner. Nicht der Pilot, weil der ist einfach unmöglich rauszuschießen. Der SUV müsste jetzt Frack sein, oder? Ich weiß nicht, ob die ihn getroffen haben. Die waren in Bewegung. Normalerweise ist es extrem schwer, aus der Bewegung heraus irgendwas zu treffen. Deswegen haben die uns nicht platt gemacht. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Das ist leider ist nicht so wie im Film, ne? Dass die Leute alle treffen, wenn sie fliegen. Er weiß bestimmt, dass wir hier drin sind, oder? Ja, ich denke schon. Ich glaube, er hat gesehen, wie du die Zombies erledigt hast. Ja, besser als gegessen zu werden. Da vorne? Ja, definitiv. Nein, der fliegt noch. Bitte noch. Na, ich sehe ihn auch noch. Ja, der kreist hier wirklich. So ein Miststück. Auto! Auto! Auto wird beschossen. Botnik! Wird den Wagen geschossen? Warte mal. Weil der Wagen wird definitiv beschossen. Nee, warte. Ja, der Heli hat gerade. Oh Gott. Oh fuck! Ich glaube, ich habe einen getroffen, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen dunkel gewesen. Ich weiß nicht, ob es klüger wäre, jetzt sich zu bewegen oder klüger wäre, einfach hier zu verharren. Der SUV fährt. Der Wodnik fährt ganz schön weit weg. Naja, ich glaube, ich habe ihn getroffen, ja. Wurde auf jeden Fall verletzt. Jetzt schießen die auf mich, weil ich rausgegangen bin. Ja. Ich fühle mich recht sicher, ich glaube nicht, dass sie hier treffen können. Der Wodnik schießt. Ah, okay. Auch, oder? Warte mal. Ja, der Wodnik schießt irgendwo hin. Aber nicht auf den Heli. Ich glaube, die gehören zusammen. Ja. Das ist ein bisschen ungünstig. Wo ist denn der Wodnik? Der Wodnik, der ist nordöstlich, steht er auf einer Straße. Östlich. Ja, der steht hinter so einem grünen Baum aus meiner Perspektive, dummerweise. Aber du dürftest den unmöglich sehen, die? Ja, ganz hoffern ernst. Warte, okay, Moment. Bleib ihr Wichser. Leute wechseln. Hey, die hoffen. Okay. Oh, die haben mein Haus kaputt geschossen. Und Tote, hört auf, geht weg. Kann ich mit der G6... Oh, fuck, ich schieß auch nicht. Kann ich mit der G36 auch da drauf schießen? Ah, ich sehe den Wodnik. Ja klar, du kannst die ganze Zeit ballern. Wie gesagt, die sind alle offen. Wer schießt denn hier noch? Gott verdammt, ey, wir werden aber gerade gut in die Zange genommen, ne? Alter, das ist richtig übel. Oh. Oh, Peter, könnte ich mir mal das Night Vision ausborgen? Ja. Oh. Ja, Peter. Ist in meinem Rucksack. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Boah. Okay, das. Oh fuck. Kann ich da durchschießen? Ja. Ja, ich wurde getroffen. Ich bin tot. Du bist tot? Ja, ich bin tot. Okay. Die konnten da durchschießen. Wir haben es provoziert. Schweine. Wir haben es provoziert. Naja. Aber gut, in Peter. In der Tat haben wir es provoziert. Gut gespielt. Naja. Ich fand wobei, die haben uns aber auch echt. Ja, ich habe ein bisschen schwitzige Hände bekommen. Ja.